Scheitern und Krisen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, oder von vielen wird das so vermittelt, wenn man Christ ist, dann scheint die Sonne über einem. Dann lebt man ein wunderbares Leben, weil man eine Beziehung zu Gott hat und weil alleine dadurch schon alles, was man tut, gelingt. Es wissen aber auch alle Christinnen und Christen, die an Gott glauben, dass das überhaupt nicht stimmt. Natürlich sind wir normale Menschen und wir leben in einer Welt, die gezeichnet ist von Leid und auch von Brüchen und auch von persönlichem Scheitern. Das gehört, davon bin ich fest überzeugt, zum menschlichen Leben mit dazu, dass wir scheitern. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir als Christinnen und Christen beauftragt sind, mit diesem Scheitern anders umzugehen, als man das vielleicht sonst so macht in der Gesellschaft. Denn ich bin sehr davon überzeugt, dass wir als Christinnen und Christen dazu berufen sind, zu sehen, dass dieses Scheitern, dass dieses Hinfallen nicht unseren Wert ausmacht, nicht uns definiert, sondern dass im Scheitern Chancen stecken, nämlich was Neues zu lernen, Dinge vielleicht nochmal anders zu betrachten und immer wieder aufzustehen und das vielleicht auch in der Gewissheit, dass wir nicht alleine laufen, sondern dass da ein Gott ist, der mitgeht. Ein Gott, der selbst dann, wenn wir auf dem Boden liegen, uns seine Hand reicht und uns hilft aufzustehen. Daran glaube ich und darauf hoffe ich. Und dann ist Scheitern tatsächlich etwas, was zum Leben gehört und etwas, das wir für uns nutzen können, um uns weiterzuentwickeln. Von daher glaube ich, tut es auch manchmal gut, mal hinzufallen, sich aufzurappeln und vielleicht nochmal in eine komplett neue Richtung zu gehen.